Großartige Neuigkeiten, Claudia. Ich habe einen Namen erfahren. Manuel Palaiologos, der Neffe des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin. Ich bin beinahe sicher, dass dieser Mann die Templer anführt. Ich muss nun als nächstes einen verräterischen Janitscharen namens Tariq Barletti verhören und die Armee der Templer ausfindig machen. Bis dahin suchen Sophia und ich weiter nach dem letzten verborgenen Schlüssel. Ich weiß, dass meine Aussichten mit jedem Augenblick, der vergeht, schwinden. Und doch kann ich mich manchen Tages nicht erwehren, einige Mußestunden mit ihr zu verbringen. Ihre Stimme zu lauschen und ihr bewegtes Gesicht zu beobachten, wenn sie von Dingen spricht, die sie berühren. Ihre Bücher, ihre Stadt, ihre Erinnerungen. Fast fände ich es schade, den letzten Schlüssel zu finden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Beim letzten Mal haben wir... Ach, das ist ein Animus-Fragment. Beim letzten Mal haben wir die Geschichten von Subjekt 16 und 17 erfahren. Und in dieser Folge schauen wir mal, was wir über den guten Janitscharen-Hauptmann herausfinden. Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman, ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tariq verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tariq weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Natürlich. Kein Problem. Güzel. Wir klauen uns wieder eine Rüstung. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Oha. Seid ihr sicher? Ihr sagtet, Tariq und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. Wie der Jüngste hier in der ganzen Geschichte einfach schon einen Söldner, im Prinzip einen Assassinen angeheuert hat, um alles zu regeln, ey, ne? Gut, Ezio möchte von Tariq Barletti den Standort der Templerarmee erfahren. Beschaffen Sie sich eine Verkleidung als Janitschar, um in seine Nähe zu kommen. Na dann, schauen wir doch mal. Ach übrigens, das ist übrigens ein kleiner Übersetzungsfehler gewesen, gerade. Muss man da mal an der Stelle sagen, da stand, um die volle Synchronisation zu schaffen, stand da einen Janitscharen oder beziehungsweise eine Wache aus einem Versteck heraus eliminieren. Richtig ist aber, die gewünschte Wache müssen wir dann aus dem Versteck heraus eliminieren. Ansonsten gibt es nämlich keine volle Synchronisation. Und das war nämlich richtig scheiße, deshalb, wenn man das nicht weiß, ist das ziemlich blöd. Au. Das war auch blöd. Ich wollte eigentlich noch schnell den Aussichtspunkt holen, wenn wir schon mal hier sind. Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschreibt. Wie wär's mit Erstaunen? Ich bin erstaunt. Der ist auch nicht sonderlich hoch, der Turm. Dann können wir uns den mal schnell holen. Und rüber da.
Und dann holen wir uns direkt die Janitscharenkluft. Um damit dann schön Unsinn zu treiben. Soweit fertig? Gut. Und dann weiter geht's. Ja, ja, geben ist seliger denn nehmen. Ihr mich auch, Leute. Ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Warte mal, ich glaube, ich nehme die Seilrutsche. Die sieht ziemlich so aus, als ob sie ganz in die Nähe führt. Also her, komm, Seilrutsche. Und, alle, hopp, da ist sogar... Ernsthaft jetzt, du hast die Seilrutsche nicht mitgenommen. Da ist sogar ein Animus-Fragment. Nimmt man das mit, wenn man hier rutscht, oder wie? Ja, sieht danach aus. Und, alle, hopp. Aber wir brauchen ja keine Animus-Fragmente mehr. Wir haben ja jetzt alles geschafft, was wir mit den Animus-Fragmenten wollten. Ab jetzt geht's, bringen Animus-Fragmente nur noch 100%. So, wer von euch ist es denn? Der Kunde da hinten. Und ich glaube, wir benutzen da mal die Bomben. Den isolierten Janitscharen unbemerkt eliminieren. Isoliert ist gut, ne? Also so wirklich isoliert ist er nicht. Ich glaube, wir bringen ihn hier mal rein. In das Teil da. Also wir müssen ihn irgendwie schaffen, dass er hier in die Nähe kommt. Sonst wird das nichts. Das Problem ist, dass hier noch zu viele Wachen in der Nähe sind. Was ist das denn für einer, Alter? Oh, jemand hat den Janitscharen geschubst. Oh. Okay, und er schlägt zurück. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen ihn irgendwie hier zu diesem Haufen zu locken. Haben wir noch Kirschköder? Was haben wir denn? Kirschköderbomben? Na gut, die Datarora-Bombe benutze ich erstmal nicht. Die würde zu viele Zivilisten wahrscheinlich beeinflussen. Und wir schauen mal. Wir haben drei Kirschköderbomben und mit drei Kirschköderbomben muss ich ihn bis hierher bringen. Und dann benutze ich eine Nebelbombe, um ihn unbemerkt zu eliminieren. Weil bestimmt auch noch andere Wachen dann ankommen hier. Ne, dann komm mal her, Freundchen. Locken wir dich als erstes Mal dahin. Hat er es gemerkt? Jawohl. Hat sich denn jemand einen Scherz erlaubt? Sowas von. Sowas von ein Scherz. So, und jetzt bitte bis hier. Das war aber cool. So, jetzt gehen wir auf die Nebelbombe. Um ihn dann... damit die andere Wache mich nicht nervt. Dachte, mit solchem Spielzeug könnte jeder Schritt der letzte sein. Kommst du hierher? Hier hat doch jemand eine Bombe gebracht. Natürlich nicht. Komm wieder zurück, du Kunde, ey. Wo willst du hin? Voll in die Typen reingeschmissen, ey. So, und jetzt die Nebelbombe. Das erfordert einiges Geschick. Seid wachsam. So, sobald er vorne dran ist. Nein, jetzt. Du hier sein, Freundchen. Riecht ihr das? Gut. Augen und Ohren auf. Den Kerl müssen wir finden und zwar schnell. Habe ich den richtigen erwischt? Sagte, mit solchem Spielzeug könnte jeder Schritt der letzte sein. Nee, natürlich nicht. So. Und dann komm mal hierher. Ich habe jetzt blöderweise keine Bomben mehr. Das ist das Problem. Er hat es natürlich nicht gesehen, Vollidiot. Ich habe selbst in dem Heuhaufen jetzt zu wenig gesehen. Das war das Problem. Habe ich hier irgendwo... Da ist was zum Bombenbauen in der Nähe. Schnell noch ein paar Kirschköderbomben basteln. Ich will den da jetzt ranbekommen. Das ist am schnellsten und am sichersten dann. So, die alle mal hinzufügen. So, wir nehmen natürlich wieder Aufschlaghülse. Da nehmen wir einfach Arabisches, weil wir davon am meisten haben. Akustische Köder. Probieren wir es halt nochmal. Es war ja an sich schon richtig so. Aber ich habe halt vergessen, das Adlerauge anzumachen. Ich Vollidiot. Dann hätte ich nämlich auch gesehen, wo der genau steht. So, du blöder Kunde, wo bist du denn? Da vorne. Dann Kirschköderbombe. Probieren wir es nochmal. Oh. Also auf jeden Fall hat es schon mal jemand gesehen jetzt. Zack. Das war Nummer 1. Und dann kommt mal bitte hier ran.
Und dann Nebelbombe, damit es keiner sieht. Eine Explosion, oder? Gibt es Zeugen? Verflucht! Meine Ohren, ein Bombenmörder zum Geier. Seht ihr das? Und alle hopp. Augen und Ohren. Den Kerl müssen wir finden und zwar schnell. Ja gut, jetzt habe ich ihn halt nicht in dem Haufen erwischt, meine Güte, ne? Was nun? Liebäugeln wieder mit dem Schuss? Das ist eine gefährliche. So, gut. Jetzt habe ich ihn nicht im Heuerhaufen gekriegt, aber mein Gott, ne? Noch einer für die gute. Der war einfach, der wollte einfach nicht nah genug ran. Kann ich dann auch nicht ändern. So, dann renn mit dir. Und alle hopp. Ja, ich habe es jetzt nicht geschafft. Es ist sau schwer, den in dem richtigen Moment genau zu erwischen, habe ich das Gefühl. Ist ja egal, jetzt sind wir ja nicht char zumindest. Ohne dass wir entdeckt wurden, das ist das Wichtigste. Na dann, folgen Sie den Janitscharen in Ihr Lager und finden Sie Tariq Baletti, um herauszufinden, wohin er die von Manuel gekauften Waffen bringen ließ. Seien Sie vorsichtig, Ihre Verkleidung ist nicht perfekt. Ja, das kennen wir ja. Die Verkleidung ist komischerweise nie perfekt. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Haklisin, Selim ist ein Krieger. Wie Osman und Mehmet. Ja, ja, ich stimme euch vollkommen Warum zu. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ich bin vollkommen eurer Meinung. Das stimmt schon, was ihr sagt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Haltet Ausschau nach allem, was euch verdächtig vorkommt. Bürger, hütet euch. Ein gewissenloser Mörder wandelt unter uns. Ja, ja, tut er. Ziemlich unter euch sogar. Das stimmt, das habe ich auch getan. Was ist denn jetzt los? Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Nieder mit dir! Sorry, Freundchen. Jetzt kommt's. Ich wollte den Faustkampf schnell einschalten. Sorry, Freundchen. Ich darf nicht auffallen. Deswegen musst du jetzt hier einmal volle Pfund aufs Maul kriegen. Tut mir leid für dich, aber mein Gott, ne? Geht ihr jetzt mal weiter, bitte? Alter, jetzt hängt der fest da, der Anführer ist. Könnt ihr anderen bitte mal zur Seite gehen? Na, geht doch. Können wir dann jetzt bitte weitergehen? Danke. Super, geht doch. Meine Güte. Was denn jetzt schon wieder? Habt ihr schon wieder ein Problem mit einem? Hohoho. Alter! Der eine Typ ist tot! Was habt ihr getan, Leute? Geht's euch noch gut? Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört, Eieiei. Er bot Tariq ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Da scheinen sie gerade einen Dieb zu verfolgen. Huch, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich glaube, ich brauche wieder eine Aufnahmepäuschen hier. Jetzt lädt er wieder nach. Verfluche ihn. Wie hat er reagiert? Hallo, ich bin ein ganz normaler Janitschar. Kardeshlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Natürlich haben sie das jetzt rausgefunden. Es wäre auch zu einfach gewesen, ne? Es wäre ja sonst auch viel zu einfach gewesen. Cesar de Süleyman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Und alle hopp. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann. Zack. Mit einem scharfen Verstand. So, sonst keiner hier? Perfekt. Dann raus hier. Hallo, meine Freunde. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere Persönlichkeit. Okay, und weiter. Da können wir nochmal Bomben herstellen. Das machen wir gleich mal. Sicher ist sicher. So ein paar Bomben können nie schaden. Aufpassen, dass der mich da nicht sieht. Ich möchte mit euch reden. Uiuiui, das war knapp. Und zack. So, wie viele haben wir denn hier?
Also die beiden Kunden auf jeden Fall, die hier patrouillieren, die beiden. Die könnten ziemlich nervig werden. Aber den einen haben wir ja jetzt schon. So, da drüben ist ein Zelt auf jeden Fall, so viel sehe ich. Kommt der andere jetzt gerade wieder? Ja. Zwei sind da auf jeden Fall noch. Den einen kriege ich aber durch das Zelt durch. So viel ist klar. Und den anderen... weiß ich noch nicht. Über den Brunnen. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Den anderen hole ich mir über den Brunnen. Ganz vorsichtig. Jetzt frage ich mich bloß, wo die andere Wache gerade ist. Ah, okay, dann jetzt nicht gerade umbringen, ne? Das wäre gerade blöd. Wobei, wenn der gerade... Obwohl, ich gehe lieber auf Nummer sicher und hole mir alle. Nicht, dass am Ende noch irgendeiner auf die Idee kommt, hey. Und dann gehen wir über die Leiter, würde ich sagen. Da brauche ich eigentlich nur noch den. Da ist mir der da ziemlich Wurst, muss ich sagen. Da brauche ich nur noch den, weil den da kann ich gut abpassen. Aber der hier ist mir halt ein bisschen zu nah. Und tschüss. So, dann warte ich jetzt noch. Bis der Kunde hier einmal rum ist. Gut, der bleibt da drüben stehen. Das ist mir ziemlich Wurst. Und hoch da. Die Kiste lasse ich jetzt mal links liegen. Links, weil sie links war, ne? Und wir schauen mal weiter. Weil die wäre mir jetzt zu riskant gewesen zu holen. Da ist ein Heuhaufen auf jeden Fall gut. So. Und dann bist du weg. So, dann schauen wir doch mal. Da ist noch so eine blöde Wache. Auf die muss ich aufpassen. Aber wir sollen ja komischerweise erstmal darüber. Na gut, dann gehen wir halt erstmal darüber. Ich bin ganz unauffällig. Tariq, eine Botschaft. Harry Collade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evid. Endlich. Kappadokia, also gut, dann wissen wir den Ort schon mal. Jetzt müssen wir nur noch Talik Valetti eliminieren. So, wir schauen uns erstmal um. Zwischen den Janitscharen können wir uns ja verstecken. Der Typ da drüben geht mir ein bisschen auf den Sack. Ist heute beim Verhör draufgegangen. Sein Herz hat einfach versagt. Der Arme. Erinnerst du dich? So, und ich würde sagen, die da unten, den da unten holen wir uns am besten da drüber. Das heißt, wir klettern da oben rauf, dann da rüber und dann da rum. Wir könnten auch natürlich links rauf, aber da sind fast noch mehr Wachen. Da sind zwei Wachen und da ist nur eine. Die andere ist eine Janitschare, der nicht guckt. Da bin ich lieber für den ich meine mit rechts. Der Steuereintreibung im nördlichen Bezirk. Schutzgeld. Also ein paar von denen waren bei unserer letzten Runde etwas widerspenstig. Okay, solange wir zwischen denen bleiben, finden die uns nicht. Meine Mutter hat eine Heirat für mich arrangiert. Mit der Tochter des Katschiers. Ach, ihr Arm. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht auf einmal weiterlaufe, wenn die stehen bleiben. Uiuiui, ich laufe direkt an dem Typen vorbei, ey. Ich bin noch fast an ihm, aber ich hole ihn mir von oben. Das ist sicherer. Okay. So, wir sind hier. Seine Preise sind unverschämt und seine Klingen taugen auch nicht viel. Jetzt darüber. Die Janitscharen ist das nämlich ziemlich egal, ob ich hier klettere. Das ist das Schöne. Und ich muss nur auf den Typen da unten aufpassen. Jetzt geht er zurück. Das heißt, jetzt ist meine Chance. Und allihopp. So, wo bist du denn, mein Freund? Da unten. Und dann tschüss. Das hat ja perfekt geklappt. Wusste gar nicht, dass ich das noch so gut kann. Ach, welch bittere Ironie.
Ist das das Ergebnis von Süleymans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern. In Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah-Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Damit haben wir das erste Mal jemanden umgebracht. Zumindest als Ezio, glaube ich. Langsam bin ich dieser Uniform leid. Der keine Schuld hatte, der gar nicht schuld war. Das wollte ich nicht, ich wollte den komischen Lauf machen. Hui, und zack. Und zack. Und jetzt ihr auch noch. Und zack. So, jetzt muss ich bloß noch wegkommen. Alter, das tut mir jetzt natürlich ziemlich leid. Jetzt haben wir natürlich den armen Typen umgebracht und er konnte gar nichts dafür. Jetzt muss ich nur noch einen Punkt finden, wo ich ganz schnell untertauchen kann. Da drüben soll irgendwas sein. Ach, klasse. Jetzt habe ich natürlich die beste Variante erwischt hier. Hier komme ich nicht hoch. Ist das geil. Ich nehme natürlich dann den einzigen Punkt, wo ich nicht hochklettern kann. Geschafft. Aber das ist natürlich trotzdem. Wir müssen dann jetzt einfach im Auftrag von dem armen Tarik das Ganze erledigen, denke ich. Der hat nichts falsch gemacht. Außer vielleicht die Tatsache, dass er... Die einzige, was er falsch gemacht hat, ist vielleicht die Tatsache, dass er es niemandem verraten hat. So, und ich bin ein bisschen zu früh raus, aber ich muss ja eh noch aus dem gesamten Gebiet fliehen. Von daher ist es wurscht. Damit will ich nicht mehr zu tun haben. Das würde ich so gerne sehen. Er wird uns nicht entwischen. Ja, ich bin euch aber schon entwischt. Komm schon, ich muss irgendwo ein Versteck jetzt finden. Verdammt, verdammt. Eieiei, das wird echt eng. Oh Gott, wie groß ist denn das Gebiet? Ich finde einfach keine. Das wollte ich nicht. So, meine Freunde, und zack. Jetzt bin ich schon wieder im Gebiet. Es geht mir ziemlich auf den Sack. Und sie können schießen. Und ich finde einfach kein Versteck, das außerhalb des Gebietes ist. Jetzt komm da hoch. Eieiei, das war aber arschknapp. Und weg hier. Den Auswärtigen muss man erst hören. Ach man, ich finde einfach kein Versteck hier außerhalb. Das ist doch bescheuert. Ja, Warnung, anonym werden ist ja alles geil. Aber ich habe hier keine Verstecke. Ich muss fort von hier. Ja, geil. Salam alaikum, Hauptmann. Ja, sorry. Aber ich bin schon anonym. Ich muss nur noch... beziehungsweise sie sehen mich nicht mehr, verdammt. Natürlich sehen sie mich jetzt wieder. Ach, sie sehen mich wieder, jetzt wo ich einen gefunden habe, ein neuer Auto. Das tue ich aber gerade, mein Gott. Okay, also bis auf die Flucht ist das Ganze ja ziemlich gut gegangen, muss ich sagen. Aber die Flucht konnte ich schlecht planen. Kann ich in dem Ding nicht tauchen? Kacke. Ja gut, ich bin froh, dass ich in dem Ding überhaupt schwimmen kann. Ach, so hin komme ich auch nicht. Ich dachte, ich kann in dem Teil tauchen. Ja, anonym werden. Wo denn? Hier ist nirgends was. Und dort, wo was ist, sind Haufen Wachen.
Ja gut, okay. Jetzt haben sie aufgegeben. Oh. Was willst du denn? Ach Leute, der hat mich doch angegriffen. Komm, stehst du auch wieder auf, Junge? Aua. Sorry, aber das ging jetzt nicht mehr anders. Ihr wolltet's ja nicht anders. So, und ich muss ganz dringend meinen Bekanntheitsgrad wieder verringern. Aber wie wir unseren Bekanntheitsgrad verringern und wie wir mit Süleyman reden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Bis dahin. Ciao.